Ich hatte letzthin mit meinen Töchtern das Vergnügen, ein neues Mobile-Phone-Paket auszuwählen, weil das alte abgelaufen ist. Da haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, jetzt vergleichen wir ein bisschen die Pakete und schauen dann, ja, was wir da auswählen. Das eine ist mal, die Kerndienstleistung ist ja überall dasselbe, so typisch Commodity-Thema. Und wofür wir uns letztendlich entschieden haben, war nicht die Kerndienstleistung, sondern irgendeine Zusatzdienstleistung. Das heißt, also man sieht darin ganz typisch, eine Differenzierung ist ganz wichtig. Ich habe bewusst ein Thema gewählt, das jetzt nicht im Banking ist, aber für ein Finanzinstitut ist das natürlich ebenso wichtig, oder? Und wir werden jetzt uns genau darum kümmern und uns das Thema anhören, Differenzierung als Basis zur Stärkung der eigenen Marke, und zwar am Beispiel von der Debitkarte. Ich begrüße Christoph Müller hier. Christoph Müller ist unser Head Debit und Mobile Services und er wird uns hier ein paar schöne Beispiele zeigen. Bitte, Christoph. Genau. Vielen Dank, Boris, und hallo zusammen auch von meiner Seite. Embedded Finance, Open Finance, alles sehr aktuelle Trends, Hype-Trends auch als solches, und jetzt komme ich mit der Debitkarte. Wie passen das zusammen? Und ich nehme gerne den Ball von Sven auf. Er hat, ich glaube, das von der Grundschule gesprochen. Und ich will jetzt mal sagen, wir in der Debitkarten-Business sind Schüler in dieser Grundschule, weil es eben gerade darum geht, was machen wir jetzt mit Open Finance? Wie nutzen wir das als Business? Und das ist auch ein wichtiger Teil bei der Differenzierung dann. Also Differenzierung mache ich über Elemente, wo ich eben auch den Open Finance nutzen will. Und da versuche ich dann am Schluss diesen Bogen dazu zu machen, damit auch verständlich ist, wieso das Netz die Debitkarte in diesem Block auftaucht. Mein Ziel als solches aber natürlich, aus der Debitkartenvertretung, ist die Diskussion rund um die Differenzierung der Debitkarte bei den Issuern hier im Raum oder im virtuellen Raum weiter voranzutreiben, um eben die Debitkarte auch besser zu positionieren. Dabei gehe ich heute auf drei Punkte ein. Einerseits habe ich ein paar Gedanken dabei zur Positionierung der verschiedenen Zahlungsmittel. Also nicht nur Debitkarte, sondern alle Zahlungsmittel. Ich habe drei Beispiele dabei, wie man sich differenzieren kann. Und am Schluss eben auch noch auf die Umsetzungsmöglichkeiten. Und da schließt sich dann der Kreis zu Open Finance als solches. Einleitend zur Positionierung, glaube ich, ist gerade gut, wenn man auf den Swiss Payment Monitor schaut. Ist gerade letzthin wieder veröffentlicht worden. Und die Debitkarte ist wiederum das beliebteste Zahlungsmittel in der Schweiz aktuell, also wie letztes Jahr schon. Und somit, da sind wir froh, auch wenn ich Isabel anschaue von der Marketingabteilung, das Slogan bleibt gleich, Cash is King, but Debit Card is Queen. Nun, ist ja ganz schön, wenn man Königin ist, aber wir haben uns gefragt, wieso ist eigentlich Debitkarte die Königin? Wieso ist es das beliebteste Zahlungsmittel? Ist es irgendwie eine unglaubliche Positionierung und Differenzierung, die wir auf dem Markt haben? Und wenn man das anschaut, dann ist es eigentlich hauptsächlich getrieben von diesen POS-Zahlungen, also an das physische Geschäft, dass es sich eben gut entwickelt hat. Und wenn man da ehrlich ist, dann muss man irgendwie so Dekaden zurückgehen, da gab es mal diesen Entscheid, EC-Karte soll auch im Geschäft, im POS-Geschäft eingesetzt werden können. Und dieser Entscheid, der war entlang den Trends gesetzt, den Kundenbedürfnissen, aber auch den teilnehmenden Banken und Payment-Teilnehmer sonst, hat dazu geführt, dass die Debitkarte jetzt eigentlich derart gut dasteht. Wenn man da schaut, welche Zahlungsmittel das es da gab, da war die Welt noch so ein bisschen einfacher gefühlt, oder? Man hat irgendwie die Karte, geht am Bankomat, nimmt Geld raus, mit dem Geld geht man irgendwie zum Postschalter, zahlt ein, geht man zum Metzger, zum Bäcker und dann hat man wahrscheinlich kein Geld mehr und geht nach Hause. Und das irgendwie, die Zahlungsmittel waren sehr komplementär. Und wenn man aber die Welt jetzt heute anschaut, wie das aussieht, und dann sieht es in etwa so aus, ich habe keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit hier und man kann auch verschiedene Kriterien nehmen. Die Hauptaussage von meiner Seite ist, die Zahlungsmittel haben sich mehr und mehr angeglichen. Es ist vielleicht einzig jetzt noch die Kreditkarte, die man explizit also, die sich differenziert, weil wenn man die Endkunden befragt, dann ist es eigentlich so, dass nur die Kreditkartennutzer ganz explizit sagen, wieso sie eine Kreditkarte nutzen. Weil die Reise versichert ist, weil ich Punkte bekomme.
Das sind ganz klare Merkmale, wieso ich bezahle ich mit der Kreditkarte. Bei allen anderen ist es so mehr ein bisschen, was ist gefühlt gerade am einfachsten. Jos hat heute Morgen das erwähnt, in seiner Begrüßung, da hat er gesagt, ja, ich habe irgendwie so viele Karten und ein bisschen ist zufällig, was nehme ich dann jetzt gerade beim Zahlen. Und das ist natürlich, weil in der Entwicklung jedes Zahlungsmittel wollte wachsen, wollte auch mehr Traffic und dementsprechend sind sie alle sehr stark angeglichen. Und natürlich geht es auch weiter. Wir haben jetzt E-Bill, ist ja dann, kann man ja auch online mittlerweile, also die Rechnung ist mit E-Bill online, dann kann man im E-Commerce mit Sofortüberweisung, gibt es das auch schon länger und Instant Payments, Request to Pay etc. Geht die Reise weiter. Wir wissen auch, Twint hat angekündigt, dass sie Added Value Services mehr und mehr integrieren. Bei Debitkarte wollen wir das auch machen. Also diese Angleichung ist sehr, sehr stark da. Die Frage ist natürlich jetzt einerseits, wenn man in die Zukunft geht, da haben wir viel gehört, wo geht das hin und Embedded Finance und in die in den Zahlungsstrom genau irgendwie eingebettet. Das ist eine für mich oder für die unsere Kunden auch ist die große Frage jetzt, aber vor allem hier und jetzt und heute, wo die Debitkarte das beliebteste Zahlungsmittel ist, bis in den nächsten Jahren, wie positioniert man dann die Debitkarte gegenüber den anderen Zahlungsmitteln auch und dann aber auch die Debitkarte gegenüber den anderen Anbietern. Heißt, die Anregung hier soll an die Issuer sein, dass man sich überlegt, wie positioniert man die verschiedenen Zahlungsmittel, wo kann man es differenzieren und wo eben nicht und wo nicht, was macht man damit. Und das andere dann, der zweite Schritt ist, wenn man jetzt die Debitkarte dann irgendwo hinschiebt, hier jetzt nach oben, wie differenziert man sich dann selber von der Bank B und der Bank C und der Bank D? Da gibt es ja heute schon verschiedene Kriterien. Preis, wir sehen immer wieder bei Digital Challenger spannenderweise die Haptik, also eine Metallkarte oder eine Holzkarte oder weiß ich was immer. Die Fremdwährungen sind ein wichtiges Thema. Also die Banken spielen diese verschiedenen Kriterien bereits. Aber etwas, was ausgelassen wird, sind eben diese Added Values, was auch immer ein sehr großer Begriff natürlich als solches ist. Und ich habe heute deswegen ein paar Beispiele dabei, die mir und die uns aufgefallen sind, was man als Added Value verstehen kann, auch bei der Debitkarte. Da gibt es einerseits natürlich den relativ, ich sage es mal ganz frech, klassische Approach. Es gibt Added Value Services, Versicherungen bei Kreditkarten sehr beliebt und bekannt. Und es gibt das Beispiel, Luzerner Kantonalbank hat bei der Lancierung drei verschiedene, nennen wir mal Farben der Debitkarte, haben das lanciert, unterschiedliche Preise, unterschiedliche Versicherungsleistungen dahinter. Also es sieht so aus, die Bank hat sich überlegt, wo positioniere ich dieses Produkt und hat es auch da hingesetzt. Ganz, ganz wichtig. Und es ist keine Wertung, ist es jetzt super oder schlecht, oder das steht mir auch nicht an, aber es ist wichtig, dass man sich positioniert, dass man überlegt, welche Produkte hat man und welche will man eben auch ins Schaufenster stellen. Der zweite Punkt, was jetzt immer mehr und mehr aufkommt bei Added Value Services und auch sehr in Richtung natürlich Open Finance dann geht, sind eigentlich diese unglaublich innovative Landschaft der vieler von Startups, wo jedes Startup, wir haben Kaspar Rund gesehen oder jetzt irgendwie hier Snowdrop oder Receipt Hero, ganz einzelne spezifische Bedürfnisse von Kunden ansprechen und lösen. Und hier besteht eine große Chance, dass man eben diese Lösungen nimmt und eben Transaktionen zum Beispiel der Debitkarte anreichert. Snowdrop ist vielleicht bekannt. Snowdrop bietet an, damit, dass die Transaktion das Logo des Shops hat und den richtigen Namen, sodass ich nicht mehr die Mutterfirma Namen in einem anderen Land habe bei mir auf dem Kontoauszug und somit auch nicht weiß, wo ich dann eigentlich diesen Einkauf getätigt habe. Oder Receipt Hero ist eine digitale Quittung, natürlich unglaublich convenient, wenn bei der Transaktion gerade auch die digitale Quittung dran ist. Das ist jetzt wirklich nur exemplarisch zwei Firmen. Wir sprechen mit unglaublich viele Startups kommen auf uns zu, mit sehr, sehr coolen Lösungen. Ich bin sicher auch auf euch, auf die Issuer kommen sie zu. Und ich glaube, hier besteht eine gute Möglichkeit, dass man sich differenzieren tut, als Bank am Markt, wenn es auch nur der zeitliche Faktor ist, dass man einer der ersten ist, die das ganze Thema anbieten.
Das dritte Beispiel ist dann so mehr ein verknüpftes, also ein Beispiel, dass, eben, dass man nicht nur einzelne Services einführen kann oder soll, sondern auch Themen verknüpfen kann. Carbon Footprint ist fast in jeder Präsentation wahrscheinlich ein Thema. Reduktion Carbon Footprint, es gibt diese Swiss Climate Challenge App, es gibt natürlich ganz viele andere, das ist mit ganz vielen anderen auch möglich. Die tracken den Footprint und wenn man das mit den Transaktionen verbindet, dann hat man mehr Informationen, kann eine bessere Sicht auf diesen Footprint geben und so dann auch irgendwie aufzeigen, wenn jemand den Footprint reduziert hat. Die verbinden das jetzt mit einer Währung, mit einer digitalen Währung, Greencoin. Und wenn man den Footprint reduziert, dann bekommt man einen Greencoin und mit dem Greencoin kann man irgendwo wieder ausgeben. Also es geht dann auch in Richtung Loyalitätsprogramm. Und das kann man wiederum weiterdenken. Wenn, sagen wir, der Issuer ist eine Regionalbank, das kann man verbinden mit dem lokalen Gewerbe, dass diese Greencoins eben ausgegeben werden dann beim lokalen Gewerbe. Heißt, man geht beim lokalen Gewerbe einkaufen, hat nicht so einen weiten Weg, also reduziert den Footprint und wird dafür belohnt. Und so ist es eine Win-Win-Win-Situation von Bank, Kunde, lokales Gewerbe und noch ein weiteres Win für die ganze Environment als solches. Das ist einfach ein Beispiel, dass man durchaus auch verschiedene Services und Angebote verbinden kann und auch mit der Offline-Welt verbinden kann, wie mit dem lokalen Gewerbe. Wir sehen immer wieder in den Diskussionen mit Banken oder auch mit Startups, dass es eben da kaum Grenzen gibt und diese Verbindungen auch möglich sind und eben mittlerweile dank der Technik nicht mehr nur möglich sind in Gedanken und auf den Slides, sondern eben auch über APIs gut eingebunden werden können. Und da kommt jetzt der Bogen zu Open Finance, oder? Ich habe das letztes Jahr diesen Slide bereits gezeigt. Wir als SIX denken als Endkunde, aber immer natürlich mit der Optik eben, was können wir darauf anbieten, den Banken anbieten, weil das unsere Kunden sind. Und unser Service soll enablen. Deswegen ist unser Service schon sehr modular aufgebaut, auf unseren Angeboten wie Digital Services und Issuer Services. Da kann die Bank selber auswählen, was sie nehmen will. Kann auch nur einzelne Services wählen. Und bei Added Value Services ist es das natürlich gleich genau das Gleiche. Und da haben wir als SIX natürlich den großen Vorteil, dass wir eben Billink im Hause haben, dass wir immer wieder Meetings haben mit Lehrer Sven oder so. Und als Schüler und jetzt eben versuchen, okay, was heißt das für uns genau? Und am Ende des Tages ist es eigentlich nichts anderes, stark vereinfacht natürlich, dass man Service Provider, Snowdrop, Receipt Hero, whoever, einfach einbinden kann und dann eben auch über bestehende Schnittstellen, die wir mit Banken und Issuer schon haben, eben auch ausliefern kann. Ob das dann sinnvoll ist, dass es über Debit Backend, das auch offen gestaltet ist, oder über Billink gemacht wird, das schauen wir immer von Fall zu Fall an. Ich glaube, die wichtige Message ist, wir haben uns hier flexibel aufgestellt, wieder, um die Strategie der Banken eben zu enablen und da das wirklich zu befähigen und nicht irgendwie ein Stein im Weg zu sein, sondern den Stein eben wegräumen und diesen Service anzubieten. Ich habe anfangs erwähnt, dass die Debitkarte das beliebteste Zahlungsmittel in der Schweiz ist, jetzt und hier und aktuell. Ich glaube, was wichtig ist und was man sich auch immer daran denken muss, ist, die Debitkarte ist auch eine wichtige Verbindung zwischen der Bank und dem Kunden. Wir hören immer wieder verschiedenen neuen Anbieter etc. Das sind vielfach, finde ich, sehr, sehr fancy Lösungen. Aber es ist auch Fakt, dass momentan eine sehr enge Beziehung besteht. Debitkarte ist das beliebteste Zahlungsmittel, Debitkarte ist die Verbindung zur Bank und das ist auch eine große Chance für die Banken. Deswegen heute die zwei Punkte. Lohnt es sich zu überlegen, okay, wie wollen wir die Karte positionieren gegenüber anderen Zahlungsmitteln und aufkommenden Zahlungsmitteln und wie differenzieren wir uns als Bank gegenüber der Bank B und der Bank C. Der letzte Punkt, das ist dann einfach noch die Werbung für uns. Egal, welche innovative Lösungen Sie verfolgen, wir sind eigentlich sicher, dass wir eine flexible, modulare Lösung haben, die das Ganze dann auch unterstützt. Besten Dank. Vielen Dank, Christoph. Stell dich gerne in die Mitte zu mir.
Thomas, gibt es Fragen aus dem Plenum? Christoph, was sind denn so die Kriterien für eine Positionierung, die ich als Bank da auswählen sollte? Eine faire Frage, habe ich mir auch überlegt und deswegen habe ich bei der Matrix bewusst gesagt, da gibt es ganz viele verschiedene Kriterien, weil wir haben uns nicht auf etwas eingeschossen. Wir merken, es gibt viele verschiedene Kriterien, die man anwenden kann. Wo wir gelandet sind, ist eigentlich, dass wir sagen, es ist vor allem ein Thema, wo man von der Endkundenseite her schauen muss, wie ist der jeweilige Use Case, was gibt es für Zahlungsströme, wie sieht der Use Case aus und wie will man das als Bank bedienen. Und davon abgeleitet dann eigentlich das Angebot definiert, natürlich immer auch beeinflusst von den eigenen Interessen. Als Bank muss man auch irgendwo Geld verdienen. Also ich glaube, getrieben von Endkunden, Use Cases, in der Matrix dann mit, was sind die eigenen Interessen. Jetzt machen wir noch gemeinsam einen Blick in die Glaskugel. Wie siehst du die Zukunft der Kreditkarte, wenn die Debitkarte da immer mehr Features bekommt? Was werden wir die noch in 5 Jahren haben? Eine sehr, sehr spannende Frage, finde ich. Es gab unglaublich viel in Bewegung, oder? Diese verschiedenen Zahlungsmittel. Was man aktuell sieht, dank E-Commerce vor allem, dass eigentlich jedes Zahlungsmittel, Cash mal ausgeschlossen, aktuell gewinnt. Ich höre von Twint, dass es ein Wachstum ist, ich höre von Kreditkarte-Seite, dass es ein Wachstum gibt, ich sehe jetzt bei Debitkarte, dass es ein Wachstum gibt. Also aktuell ist so ein bisschen überall Wachstum vorhanden, aber das Spannende wird eben jetzt, wer setzt sich dann durch? Und deswegen auch diese Anregung heute, dass die Banken anfangen, sich zu überlegen, okay, welches Zahlungsmittel will ich pushen und dass man das auch entsprechend positioniert. Es gibt auch Banken, die pushen die Kreditkarte, finde ich persönlich nicht so toll, aber absolut legitim. Aber ich glaube, wichtig ist vor allem, dass man sich entscheidet und diesen Weg geht. Und wer dann der Gewinner sein wird, we'll see. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank, Christoph. Dankeschön. Meine Damen und Herren, der nächste Programmpunkt, eine 30-minütige Pause. Stärken Sie sich mit Kaffee und Kuchen und nutzen Sie die Zeit, das Magazin Pay zu abonnieren, von welchem morgen die neue Ausgabe erscheint. Der Gong holt Sie in den Saal zurück.